Der JG Aurora A3S ist ein weiterer 3D-Drucker in meiner Werkstatt, der weitgehend montiert angeliefert wird. Der sehr stabile Rahmen und die Box mit der Elektronik bestehen aus Stahlblech. Das Druckvolumen ist mit 205×205×205 mm absolut ausreichend für die meisten Projekte. Die Oberfläche ist weiß lackiert und kommt ohne grobe Kratzer aus der Verpackung, lediglich kleine Macken sind bei genauem Hinsehen festzustellen. Auf der Scheibe des Touchscreens sind im ausgeschalteten Zustand Fingerabdrücke hinter dem Glas zu sehen, das sind nicht meine. Neben diesen geringfügigen optischen Mängeln hinterlässt der Drucker aber einen guten Eindruck, die Fertigungsqualität scheint vollkommen in Ordnung zu sein. Nach dem Auspacken müssen lediglich zwei Baugruppen miteinander verbunden werden, wobei diese nicht ganz leicht in die vorgesehenen Schlitze rutschen. Aufgrund der dick aufgetragenen Farbe müssen die Teile mit Nachdruck in Position geschoben werden. Vier Schrauben auf der Unterseite halten die Bauteile zusammen. Die drei Kabelstränge müssen in die entsprechenden Buchsen gesteckt werden, hier kann nichts falsch gemacht werden. Der Filamenthalter wird mit dem Rahmen verschraubt. Vor dem ersten Einschalten sollte das Druckbett mit den vier Rändelmuttern auf eine niedrige Position gebracht werden. Das 24 Volt 10 Ampere Netzteil ist vollständig isoliert und wird mit einem passenden Stecker geliefert. Nach dem Verbinden des Netzteils und dem Einschalten kann der Drucker über den farbigen 2,8 Zoll Touchscreen bedient werden. Als erstes habe ich die Achsen zum Nullpunkt gefahren. Wobei sich die Z-Achse dabei sehr geräuschvoll bewegt hat. Auf den Spindeln ist keinerlei Schmiermittel aufgetragen, ein wenig Universalfett an diesen Stellen ist jedoch sehr hilfreich. Damit bewegt sich die Z-Achse schön ruhig. Die Höhe der X-Achse über dem Druckergehäuse ist als nächstes einzustellen. Ich verwende einen Plastik-Dominostein mit 40 mm Höhe als Referenz. Ein entsprechendes Teil lässt sich selbstverständlich auch mit dem 3D-Drucker herstellen. Es folgt die Justage des Druckbetts. Der A3S besitzt eine Funktion, mit der die Eckpunkte automatisch angesteuert werden können, was das Justieren deutlich vereinfacht. Wie üblich wird die Höhe des Druckbetts nun in mehreren Schritten angehoben, was recht fummelig ist, da die Rändelmutter nicht gut zu erreichen sind. Ein wenig Fett hilft dabei, die Muttern etwas leichtgängiger zu machen. Im ersten Durchgang verbleibt eine Lücke von etwa 2 mm, und im letzten Durchgang sollte nur noch ein Blatt Papier leicht klemmend zwischen Düse und Druckbett hindurchgeschoben werden können. Für das Einführen des PLA wird der Extruder zunächst auf 190 Grad Celsius vorgeheizt und das Filament nach Erreichen der Zieltemperatur durch Drücken des Knopfes am Extrudermotor so weit eingefädelt, bis dieses an der Düse austritt. Damit ist der Drucker bereit für Aufträge. Die G-Code-Dateien werden über eine USB-Schnittstelle eingelesen, dem Drucker liegt ein 16 GB USB-Stick bei. Als ersten Auftrag wähle ich wie üblich eine Datei aus, die auf dem USB-Stick mitgeliefert wird, diese sollte auf jeden Fall ohne Probleme von dem Gerät gedruckt werden können. Schicht um Schicht entsteht die Glückskatze, wobei die Schichtstärke auf 0,2 mm gesetzt ist. Nach einem Stromausfall, den ich hier durch Ausschalten des Druckers simuliere, kann der Druck fortgesetzt werden. Dabei schmilzt der Extruder allerdings das umliegende Plastik, wodurch ein sichtbarer Knubbel entsteht, wenn sich die Düse zum Zeitpunkt des Stromausfalls am Rand des Druckobjekts befindet.
Beim Fortsetzen des Druckauftrages erscheint eine Meldung, dass der USB-Stick nicht eingelesen werden kann. Diese Meldung muss einfach mit Retry bestätigt werden, wonach der Druckauftrag fortgesetzt werden kann. Ist die Zieltemperatur des Extruders wieder erreicht, fährt dieser ein paar Millimeter nach oben und zum Endschalter der X-Achse. Das Druckbett wird zum Endschalter der Y-Achse gefahren. Sobald das Druckbett die Zieltemperatur wieder erreicht hat, wird der Druckauftrag an der Stelle des Abbruchs fortgesetzt. Die 500 Gramm weißes PLA-Filament, die dem Drucker beiliegen, sind mehr als ausreichend für die Katze. Dennoch nutze ich den Druck, um eine weitere Funktion zu testen. Der A3S verfügt über einen Filamentsensor und unterbricht den Druck automatisch, sobald das Ende des Plastikstranges erreicht ist. Der Druckkopf fährt dabei etwas nach oben und an den Endschalter der X-Achse. Zum Wechsel des Filaments kann dieses über das Druckermenü so weit aus dem Extruder herausgefahren werden, bis man dieses greifen und herausziehen kann. Nach dem Einfädeln des neuen Filaments kann der Druck fortgesetzt werden. Ich verwende orangefarbenes PLA, um den Filamentwechsel zu verdeutlichen. Nach etwa 2,5 Stunden ist die Katze auch mit den Unterbrechungen fertig. Das Druckbett besteht aus beschichtetem Glas, auf dem die Objekte während des Drucks zuverlässig haften. Beim Abkühlen des Druckbetts zieht sich die Glasplatte zusammen und ermöglicht so ein leichtes Ablösen der Figur. Beim weiteren Betrieb des Druckers ist mir aufgefallen, dass doch recht großes Spiel in den Achsen zu sein scheint, zumindest mehr als der stabile Rahmen vermuten lässt. Eine Ursache ist der mit recht wenig Spannung montierte Riemen der X-Achse. Um einen Blick auf den Riemen der Y-Achse werfen zu können, muss das Gehäuse geöffnet werden. Dieser Riemen kann über zwei Schrauben recht komfortabel gespannt werden, was ab Werk auch gut gemacht worden ist. Eine genaue Inspektion der Mechanik hat gezeigt, dass ein Lineallager der Z-Achse sehr großes Spiel aufweist. Nach dem Zerlegen der Mechanik zeigte sich ein deutlicher Unterschied zwischen dem linken und rechten Lager, dieses ist also definitiv nicht zu gebrauchen. Auch eines der drei Lager der Y-Achse zeigte zu großes Spiel. Sehr ärgerlich das Ganze, da Rücksenden und Umtauschen des Gerätes bei Bestellungen in ganz fernen Ländern zu ganz günstigen Preisen alles andere als leicht ist, bleibt nur die Reparatur des Druckers. Nach Schilderung des Problems wurde ein Ersatzteil auf den Weg geschickt, ich habe zwischenzeitlich jedoch zur Selbsthilfe gegriffen und Kugellager aus einem anderen Testgerät verwendet, um den Defekt zu beheben. Beim Zusammenbau habe ich den Riemen der X-Achse ordentlich gespannt. Da hier keine Spannvorrichtung vorhanden ist und die Montage des Riemens über Schlaufen recht fummelig ist, habe ich die Riemenscheibe am Motor entfernt, dann den Zahnriemen am Druckkopf befestigt und anschließend die Riemenscheibe wieder montiert. Nach einigen Anläufen habe ich die richtige Riemenspannung hinbekommen. Der Aufwand hat sich gelohnt, denn nach dem ordnungsgemäßen Spannen des Riemens und der Reparatur der Lager sind die Druckergebnisse so, wie ich es von dem A3S erwartet hatte. Hier drucke ich einen Test für Überhänge. Der Winkel steigt in 5 Grad Schritten auf bis zu 75 Grad in der letzten Reihe. Das Ergebnis ist schon recht gut, könnte aber mit einer besseren Führung der Kühlluft noch besser ausfallen. Ab Werk bläst der Radiallüfter nicht sonderlich gerichtet auf das Druckobjekt. Um das zu ändern, befindet sich auf dem USB-Stick eine Datei für eine entsprechende Luftdüse, die hier gedruckt wird. Keine optimale Düsenform, aber zumindest besser als vorher. Damit ist der A3S wirklich fertig und mit dem Gerät lassen sich gute Ergebnisse erzielen.
Hier drucke ich Teile eines Getriebes für einen neuen Rover, der demnächst Live-Bilder aus meinem Robospatium übertragen wird. Die 2,5 mm großen Zähne des Getriebes erfordern schnelle Richtungswechsel des Druckkopfes. Die Temperatur des Druckbetts ist für den Auftrag auf 50 Grad Celsius gesetzt. Die per Software definierte Maximaltemperatur beträgt 90 Grad Celsius. Da das Druckbett auf der Unterseite nicht isoliert ist, dürfte eine höhere Temperatur sowieso nicht zu erreichen sein. Der runde Zylinder auf dem großen Zahnrad dient als Achse. In den Gehäusehälften befinden sich runde Aussparungen und kleine Zapfen als Lager der Zahnräder. Haften Bauteile nach dem Druck sehr stark an dem Druckbett, so heize ich dieses auf 80 Grad Celsius und lasse es direkt nach Erreichen der Zieltemperatur wieder abkühlen. Danach sind auch diese Teile recht leicht abzulösen. Vor dem erneuten Drucken wische ich die Oberfläche mit etwas Ethanol ab. Das gedruckte Getriebe funktioniert ohne Nacharbeiten. Der Cheechee Aurora A3S ist ein robustes, einfach handzuhabendes Gerät, das sehr gute Druckergebnisse liefert. Wäre nicht das Problem mit den schlechten Linearkugellagern aufgetreten, würde ich den Drucker rundum, auch für Anfänger empfehlen. Wer den eventuell nötigen Austausch der Lager, die nur ein paar Euro kosten, nicht scheut, erhält auf jeden Fall einen guten Drucker zu einem sehr günstigen Preis. Besonders der Filamentsensor wird den ein oder anderen eurer Druckaufträge retten. Weitere Infos zum Gerät und Fotos der von mir angefertigten Objekte gibt's wie immer auf meinen Seiten. In diesem Sinne, danke fürs Angugeln und bis bald!